Liebe Schwestern und Brüder, man mag ja immer wieder aufs Neue enttäuscht sein, wenn man vernimmt, dass die heilige Cäcilia weder etwas mit Musik am Hut hatte, noch wusste wahrscheinlich, was überhaupt eine Orgel ist, weil es die zu dieser Zeit gar nicht gab. Sondern dass es ein schlichter Lesefehler ist, ein Übersetzungsfehler, weshalb Cäcilia zur Kirchenmusik kam. Soll man sie deshalb einfach beiseite lassen? Soll man sagen, ach, das ist einer der vielen historischen Irrtümer, die es auch in der Kirchengeschichte gibt? Ich glaube, dass es dennoch eine sehr tiefe Verbindung gibt, wenn heute an diesem Tag die Kirchenmusiker sie als Patronin verehren, die Kirchenchöre, vor allen Dingen die, die nach ihr benannt sind. Diese Verbindung besteht in ihrem Lebenszeugnis. Denn genauso wie eine gute Kirchenmusik das Herz des Menschen anrührt und es öffnet zum Lob Gottes, Menschen gewinnen kann, das, was eine Predigt nie erreicht, was noch so warme Worte nicht bewirken können, das vermag die Musik. Das hat sie auf ähnliche Weise und auf nicht minder wirkungsvolle Weise mit ihrem Lebenszeugnis getan. Sie stammt aus einem heidnischen Geschlecht im alten Rom, weshalb sie bis heute ihren angestammten Platz im stadtrömischen Hochgebet, im ersten Kanon hat. Aber sie ist früh als Christin erzogen worden. So sehr, dass, als sie geheiratet hat, erst ihren Mann bekehrt hat und beide entschlossen, keusch zu leben. Im Bewusstsein, wenn wir diese Woche so viele Worte hören, die mit dem Tempel verbunden sind, denken wir an das Opfer der Witwe oder heute, wie das mit dem Tempel ist oder der Reinigung, die Jesus im Tempel vornimmt. Weil sie wussten, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Man muss das nicht so, wenn man will, strikt auslegen, natürlich nicht. Aber sie taten es. Und dieses Zeugnis hat gewirkt. Auch der Bruder des Bräutigams wurde bekehrt. Die beiden wurden entdeckt, weil sie regelmäßig in der Christenverfolgung, in der sie lebten, die Leichname begruben und vom Hinrichtungsplatz geborgen haben, weil sie die Christen unterstützten, die im Versteck lebten. Ihr Mann, ihr Schwager werden verhaftet, ihnen wird der Prozess gemacht und sie werden enthauptet. Aber nach dieser Enthauptung bewahrheitet sich dieses alte Wort, das bis auf den heutigen Tag gilt und immer gelten wird. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Christen. Zu sehen, wie Christen sterben, in welcher Haltung und in welchem Glauben, führt den römischen Hauptmann dazu, selber Christ zu werden und auch das Martyrium zu erleiden. Und schließlich wird, man wird da mit Vorsicht vorgegangen sein, wenn man weiß, woher sie stammt, aus welchem römischen Adel sie stammt. Und dennoch, eines Tages greift man auch nach ihr und man verfährt grausam mit ihr. Man lässt nichts unversucht, sie zur Apostasie zu bewegen, also zur Abfall vom Glauben, zum Abfall vom Glauben. Aber Cäcilia ist nicht aus einem solchen Holz gemacht. Cäcilia weiß, was sie glaubt. Cäcilia weiß, wofür sie steht, weil sie Christus in sich trägt, weil sie ihm ganz verbunden ist. Weder das Auspeitschen noch ein Dampfbad, in das man sie einschließt, das sie drei Tage dann anschließend noch immer noch lebend verlässt, als man sich keinen Rat mehr weiß, wie man sie denn zu Tode bringen soll, wird auch sie enthauptet. Welch ein Zeugnis einer jungen Frau. Es mutet uns natürlich, und diese Seite stimmt, auf der einen Seite grausam an, auf der anderen Seite ist es ein ganz kraftvolles Zeugnis, wovon die Lebensgeschichte und die Heiligenlegende berichtet, dass immer weitere Kreise zieht, immer neue Menschen werden gewonnen, immer geht ein neues Samenkorn auf aus diesem Zeugnis. Welch eine Kraft steckt darin, Menschen zu gewinnen, so wie es die Musik vermag, dass Menschen sich anschließen, dass sie angerührt werden, dass sie aufgeweckt werden und bereit sind zum Lobe Gottes, dass Cäcilia seither mit den Ihren in Gottes Gegenwart singt.